Audio-DAW Original. Psyche, Psyche, Psyche. Kafka, Kafka, Kafka. Bares für Rares. Mega Show. Und irgendwie wünsche ich mir trotzdem den weißen Hammer zurück. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Kränke. Ja, wir sind kurz zurück nach ganz kurzer Pause. Ja. Und, wir hatten einen Tag zu überbrücken, aber ganz gut getroffen, finde ja, ich. Ja, haben wir. Wir haben jetzt zwei Folgen zusammenzufassen oder zu besprechen, Tag 5, Tag 6. Wir haben gerade schon im Vorgespräch geklärt, wir fanden es insgesamt ein bisschen dröge, gerade heute, Tag 6, auch nur eine Stunde, ja, Stunde 10 Minuten haben sie dann brutto gemacht, aber nicht sehr lange, wegen SternTV, zum Glück. War sehr, sehr kurz. Und an Tag 5, das war eher so eine typische Tag-3-Folge, hatte ich den Eindruck. So ein bisschen Character-Building und schon wieder eine Schatzsuche. Da greift man auch schon sehr früh zu Verzweiflungsmethoden. Ja, in der Tat. Vor allem, nachdem man gestern versucht hat, da Anastasia, ein wenig Sendezeit Anastasia zu geben, was heute auch gar nicht mehr vorgekommen ist. Da. Es fokussiert sich gerade sehr, sehr, sehr auf Daniela. Und das ist irgendwie die Schizophrenie vom RTL. Einerseits sehr, sehr beklagend, dass sie immer wieder reingewählt wird und immer wieder drohend, dass man ganz schlimme Dinge tun wird. Ja, aber jetzt ja auch schon ein bisschen fast schon offen, ne? Also ja. Man opponiert ja gegen die Zuschauerentscheidung. Sowas gab es ja meines Wissens die Jahre vorher nicht so richtig. Es war so kurze Andeutung, man könnte ja mal überlegen, aber nicht so mit Bestrafungen. Aber selbst die Bestrafungen sind ja humorvoll, leider. Und, ja, klar, das gehört ja dazu. Ja. Aber wenn der RTL möchte, dass Daniela nicht mehr in die Prüfung kommt, sollen sie einfach die scheiß Zahlen manipulieren. Es fällt eh keinem auf. Ist ja nicht so, dass dann Millionen von Deutschen plötzlich ihre Telefonabrechnungen, weiß ich nicht, durch Schlitter- und Warentest senden und dann ist der große Skandal, dass RTL die Anrufe ja, manipuliert hat. Keine Ahnung. Nee, fände ich nicht. Ich habe gleich noch ein bisschen was zu dieser Büchnerin-Nummer zu sagen, aber das fände ich zu plump. Denn das würde noch so ein Chaos-Element rausnehmen. Ne? Also dann könnte sich ja die Redaktion voll drauf einstellen, was passiert, und hätten es ja viel mehr unter Kontrolle. Dann hätte man letztlich, also ich finde, das ist eine der Sachen, die macht es halt sehr interessant, dass da auch Dinge passieren, also auch interessant aus einem so vom redaktionellen Standpunkt aus, wenn man daraus eine schöne Sendung bauen muss, aus dem Material, das man so zur Verfügung hat, dann muss man sich halt auch mal mit dem zufrieden geben, was man hat. Ne? Also. Aber die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass man mehr oder weniger den redaktionellen Plan danach richten kann, wer als erstes irgendwie in der ersten Sendung am meisten genervt hat, das kann man platzieren. Diese Person hat dann ein Dauerabo auf die Lungeprüfungen und ab dann ist die Sendung ja schon gelaufen. Das ist ein wenig traurig. Ja, das stimmt. Nur keine Ahnung. Nee, weiß nicht, manipulieren fände ich irgendwie nicht so gut. Es bleibt ja immer noch so ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Das könnte man niemals vom RTL erwarten, dass der uns bescheißt. Nee, Quatsch. So ein Unsinn. So ein netter, grüner, spendensammelnder, super lieber und sympathischer. Das Gemeindefernsehen aus Luxemburg. Ja, ist quasi nichts anderes als der offene Kanal Luxemburg, ne? Ja. Aber immerhin, um das noch hier quasi abzuschließen, wir haben mehr von Thorsten Legert sehen dürfen, endlich. Oh ja. Gestern wie auch schon letztes Jahr, immer ein Highlight und dieses Jahr rettet er fast so ein bisschen das Camp für mich.
Und genau, heute hat er dann die angedrohte, auf Tag 5 wurde gedroht, er liest 20 Minuten lang Kafka, wenn Dani nochmal reingewählt wird. Dani wurde reingelegt und deswegen gab es heute 20 Minuten Kafka, die RTL-Version davon. Und am Ende ist er zum Käfer geworden. Ja, ne? Das ist einfach grandios. Ein altes Pop und das Gedöns ist einfach sehr, sehr schön. Morgen gibt es Ich lieb den DJ auf Klavier von Thorsten Legert. Bin ich gespannt. Spielt nämlich Klavier und zwar schon seit längerem. Ja. Ja, das ist schon wirklich lustig, das muss man sagen. Ja. Noch ist es auch nicht. Also noch gibt es da irgendwie anders. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Nummer halt auch wieder totgeritten wird und zu sehr abgemolken und dann keinen Spaß mehr macht. Es ist auch zu verlockend, immer wieder darauf zurückzugreifen, weil ansonsten nicht viel passiert oder nicht viel Neues passiert, sagen wir mal so. Ist aber trotzdem nach wie vor, sind es kleine Sternstunden oder Sternminuten. Ja. Kommen wir zu den Dschungelprüfungen, oder? Ja, wir kippen mal alles in eins, ne? Weil, wie wir gerade schon gesagt haben, wir finden das irgendwie, ist es so eine Art auch große Folge, wenn man will. Ja. Angetreten in der Dschungelprüfung von Tag 5, Gefahrstuhl. Daniela Büchner, die Prüfung sah wie folgt aus. Man kam in einen kleinen Raum, der war wie ein Fahrstuhl gestaltet. Da war schon Zeug drin, da kam noch Zeug von oben. Es gingen Türen auf, man kann in so Seitenräumen und da sollte man dann die Sterne suchen. In diesen Seitenräumen war wieder allerlei Tiergedöns, Insektengedöns, Fischabfällegedöns. Daniela Büchner sah den ersten Raum, als sich diese Tür öffnete, sah Schlangen, geriet in Panik und sagte den Satz, ich bin ein Star, holt mich heraus, damit 0 Sterne. Tja, war das eine Panikattacke oder nicht? Ich nehme sie ab, tatsächlich. Ich glaube, es war eine Panikattacke. Also ich glaube, dass man den, also das sah schon, also das ist auch anstrengend zu faken, ehrlich gesagt. Das Problem ist ja weniger, das kann ich zumindest nachvollziehen. Wenn man wirklich krasse Angst hat vor Schlangen, glaube ich ihr auch. Das Problem ist dann danach diese komische, wenn sie halt wieder quasi runtergekommen ist und sich einfach beruhigt hat, dieses plötzliche, oh ja, ich muss das jetzt unbedingt framen und wie baue ich das ein und dann plötzlich dieses Storytelling-Gedöns, was sie dann da versucht. Ja, mir geht's so schlimm und die quälen mich so sehr. Ja, das stimmt. Und gerade gestern hat sie dann auch mit ihrem neuesten Narrativ angefangen. Sie sei ja Mutter und sie könne ja nicht verstehen, warum man Mütter quält. Das sie ja heute auch nochmal ausgebaut hat in Tag 6. Sehr interessant war auch dieses, naja, und der Zuschauer, es war immer nur der Zuschauer ruft ja immer die 03 an. Auch da hat sie die Nummer nochmal platziert. Das ist alles so ein schlechtes Schmierentheater. Ich kann es wirklich überhaupt nicht mehr ausstehen. Auf ihrer Facebook-Seite, Instagram-Seite wird auch die Nummer gepusht. Also man merkt ja, es gibt ja andere Kandidatinnen in diesem Camp, die jetzt auch, glaube ich, scheinbar keinen Bock auf eine Prüfung haben. Und deswegen ist einfach auch gar nicht so richtig, also die droppen halt ihre Nummer nicht. So. Aber wie Daniela sagte, ja, und dann rufen die immer wieder an und es ist die 03. Und das, was war das denn gerade? Ja, schwierig. Ja, ich kann mir übrigens vorstellen, also ich fand auch, dass ab einem gewissen Punkt sie das, konnte man, finde ich, also wenn das gespielt war, war das exzellent, aber dann habe ich das auch abgenommen. Ich glaube aber, das war so ein ohne ihr jetzt unterstellen zu wollen, sie hat das vollumfänglich absichtlich so gemacht, bis sie ausgerastet ist, aber ich glaube, die hat sich da auch so ein bisschen dann in die Situation reingesteigert, ne? Und wenn du generell schon so eine Angst hast vor solchen Tieren, wenn du dir das halt immer wieder vorhältst und dich dementsprechend selbst auflädst, dann glaube ich, ist halt auch die Gefahr so eines Panikanfalls, einer Panikattacke, glaube ich, einfach größer. Ich glaube, tatsächlich sind es zwei Komponenten. Die eine Sache, die man nicht kontrollieren kann, die einfach kommt, aber die man vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher machen kann. Und auf der anderen Seite der Umgang damit, den man voll unter Kontrolle hat. Ja.
die zweite Dschungelprüfung an Tag 6. Feliz Navidad. Angetreten sind Elena und Daniela. In dieser Prüfung ging es darum, beide wurden aneinander gekettet. Sie wurden in einen quasi dunklen Raum, also wo man nichts sehen konnte, reingesteckt und mussten auf allen Vieren de facto die Räume absuchen nach Sternen. Das Ganze war 11 Minuten lang. Es wurde in Echtzeit mal wieder ausgestrahlt. Es ging nicht voran. Es bestand vor allem daraus, dass Elena vorankommen wollte und ganz allerlei Tiergedöns in fluffiges Tiergedöns umgedichtet hat, damit Daniela jetzt nicht komplett wieder in Panik verfällt. Am Ende haben sie es geschafft, immerhin 2 Sterne zu finden. Also Elena hat es geschafft, 2 Sterne zu finden. Das sollten wir sagen. Ja. Ja. Auch hier wieder Daniela. Fand ich die schlechteste Prüfung bisher. Und morgen kommt ja die, so viel kann man schon vorwegnehmen, eine Fressprüfung. Feine. Und die Fressprüfung in der ersten Folge war ja schon nicht gut. Und ich glaube, also Fressprüfungen sind halt generell meistens scheiße. Aber ich glaube, die morgen wird auch nicht gut. Und trotzdem wird die besser sein als das hier. Also das ist ja irgendwie schon natürlich ganz nett, dass man als der Zuschauer, dass der Zuschauer alles sehen kann, um es mit den Worten der Bücherin zu sagen, wo die Sachen versteckt sind. Aber man merkt halt einfach, dass die da nicht sehen. Und dementsprechend langsam und behutsam haben sie sich auch vorwärts bewegt. Und wenn das halt richtig stockfinster ist, ja, dann glaube ich, sind da auch keine größeren oder schnelleren Bewegungen. Also hätte man einfach nicht gemacht. Also vielleicht ein bisschen mehr, ja, aber ich glaube, richtig finden können hätte man auch nichts. Und ich weiß nicht, ich fand das fürchterlich langweilig. Ich weiß auch nicht, warum. Also ganz entsetzlich. Ich weiß auch nicht, warum RTL auf diese Tieranfass-Prüfung in den letzten paar Tagen so setzt. Ja, ne? Ich würde gerne tatsächlich einfach mehr actionreiche. Ich erinnere mich an diese großartige Dschungelprüfung, wo sie diese Wasserrutsche runtergegangen sind und mit diesen Bällen. Ich wollte es gerade erwähnen. Es war aus meiner Sicht eine der besten Dschungelprüfungen, weil sie einfach lustig war, es war gar was zu sehen. Es ging um einfach körperliche Aktivität, alle konnten irgendwie mitmachen. Und die Leute sind irgendwie hingefallen und wieder runtergerutscht, obwohl sie schon ganz oben waren. Es war super glitschig. Und sie waren auch motiviert am Ende. Ja, ja. So. Viel, viel toll. Und ich sage es gerne nochmal. Bisher fand ich fast am besten die eine Teilprüfung aus der ersten Folge, nämlich wo sie diese bescheuerte Hängebrücke rüberwackeln mussten. So. Das hat so ein bisschen was von American Gladiators gehabt, irgendwie, oder so, ja, am Ende dieser Parcours, falls du dich an diese Sendung noch erinnern kannst, ja. Und ich habe letztens gesehen, erinnerst du dich an diese komische Sendung, die vor Jahren lief, wo so eine Gefängnisinsel, irgendwo in Französisch-Guyana, Fort Boyard. Ja, genau, das läuft im Ausland immer noch. Das läuft, ja, das habe ich neulich, hab ich dir, glaube ich, sogar erzählt. Ach so, ich habe das auch nochmal schon gesehen, ja. Aber na, ich habe hier so rumgesappt und dann lief das auf hier diesem französischen Sender, der hier in Berlin ins Kabelnetz eingespeist wird, wie auch immer der heißt. Ja. Habe ich mir angeguckt. War ganz, war, ja. Kann man sich wohl angucken. Und das meine ich. Kaum was verstanden, aber. Aber wir wollen eigentlich mehr körperliche Aktivitäten da sehen, weil. Ganz ehrlich, dieses Muster, wir wissen, dass Daniela Büchner keinen Bock auf dieses Getier hat. Es wird nicht besser, es wird nicht spannender. Macht mal jetzt so. Ja. Um das jetzt zu erwähnen, beide müssen wieder morgen antreten. Genau, und ich muss sagen, irgendwie müssen wir uns irgendwas überlegen. Ja? Und mit wir meine ich jetzt nicht dich und mich, nur alleine. Und da meine ich eigentlich alle mit, die diese Botschaft hier vernehmen, in irgendeiner Art und Weise. Gospel. Dani muss dringend raus. Die muss nicht nur raus aus dem Prüfung, die muss einfach raus aus dem Camp. Und zwar nicht, weil sie so nervt, das ist auch ein Punkt. Die geht mir tierisch auf die Nüsse. Aber das kann ich noch ertragen. Das kann ich wirklich noch ertragen, wenn mir jemand im Camp tierisch auf die Nüsse geht. Weil das ja auch eine Art von Unterhaltung ist oder auch ein Faktor ist, weswegen man die Sendung schaut. Ja. Sie,
sorgt einfach nur für Stagnation, weil sie immer das Gleiche sagt. Sie denkt sich mal hier und da einen neuen Spin aus und jetzt ist sie auf einmal die Mutter oder so, aber es ist immer, immer, der Grundgedanke ist immer der gleiche. Meckern, 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 nerv, nerv, nerv. Und aber trotzdem immer wieder gewählt werden wollen, das sorgt einfach für Stagnation. In diesem Camp ist die letzten 3-4 Tage nichts Wirkliches passiert. Nichts passiert. Es ist einfach immer die gleiche Scheiße. Und ohne eine organische Weiterentwicklung über die Tage kann ein Camp nicht funktionieren. Es geht einfach nicht. Da kann man noch so oft versuchen, verschiedenste Paarungen zu irgendwelchen Schatzsuchen zu schicken und die da was erleben zu lassen, das nimmt einfach dieses Grundgefühl, dass sich da was tut und dass wir auch Entwicklungen beobachten können. Und es hat sich ja zumindest angedeutet, dass die Leute jetzt hungriger werden. Aber all das geht völlig unter durch diese bleiernde Lähmung, die auf uns geworfen wird. Wie so komische, weiß nicht, wie so Netze, mit denen man so Schlangen fängt, weißt du, die man so, die einen so verwickeln und dann legt man sie auf die Fresse, ich weiß gar nicht, wie die heißen, wie so ein Lasso meinetwegen, dass man das in meinem Bein zieht und mich festhält, ich komme nicht weiter, es ist wirklich fürchterlich, fürchterlich. Vor allem, selbst wenn man dann diese Schatzsuchen hat und dann kriegen die da irgendwie eine Zitrone über, die sich einfach total süß freuen. Daniela nutzt es halt als Gelegenheit. Toll. So, ja, sie wird ungerecht behandelt und überhaupt und alles und nur auf mich. Und als dann Sonja irgendwie ein bisschen der Kragen geplatzt ist, auch das wieder, alle nur gegen mich. Und als da Elena aus der Prüfung kam, scheinbar doch ein wenig, man hat ihr scheinbar die Hydration konnte man, war wohl echt. Und sie war ein bisschen genervt. Und man hat gesagt, sie wollte halt jetzt einfach mal in Ruhe gelassen werden. Was macht Daniela? Also, ich würde ja gerne nochmal über heute Morgen sprechen. Und Elena hat gesagt, Alter, ich habe jetzt gerade keinen Bock darauf. Und das Allerschlimmste war eigentlich, und das war mehr Zufall, dass es Elena dann in dieser Dschungelprüfung Tag 6 nicht so gut ging und sie da irgendwie Wasser trinken musste und nochmal Blutdruck gemessen wurde und sowas. Dann hat sich die Büchnerin wieder an sie rangeschmissen, sie in den Arm genommen und so. Das mag zwar eine ganz nette menschliche Geste gewesen sein, das Problem ist jetzt aber, das nimmt halt einfach, das ist wie so ein Stöpsel, den man aus so einer Badewanne zieht, wo jede Menge Konfrosaft drin gesammelt wurde. Der läuft jetzt ab, ist nicht mehr da, ist einfach weg. Und dann ist doch ganz klar, dass wenn da jetzt auch noch die Luft raus ist, ja, was soll denn von dieser Sonja, kann man doch jetzt keinen schwerwiegenden Streit erwarten. Das hält die, glaube ich, nicht lange durch. Das macht die auch nicht. Dafür ist sie auch irgendwie einigermaßen wirkt sie auf mich zu desinteressiert an der Person der Büchnerin. Aber wenn jetzt hier auch jeglicher Konfrosprit abgesaugt wird, dann wird diese Stagnation einfach auf absehbare Zeit weitergehen, diese innerliche Stagnation, und das also morgen weitergehen. Jedenfalls fürchterlich. Damit, also das war, auch wenn sie es, also wenn sie es absichtlich gemacht hat, absolute Meisterleistung, hat sie aber, glaube ich, nicht. War einfach nur eine menschliche Geste, sorgt aber dafür, dass es weitergeht wie die letzten Tage, und das wird ganz, ganz schrecklich. Es wiederholt sich einfach und es ist halt einfach schlimm. So. Und alles andere, was am daneben passiert, geht total unter. Ja. Weil sich das alles wie so ein Nebel, wie so ein Schleier über alles drüber legt. Und dabei hat dieses Camp, ich glaube schon, spannende Charaktere, über die es zu reden gilt. Ja. Wir könnten viel mehr über Sven sprechen zum Beispiel. Wir könnten auch über diesen Trödelheini sprechen. Und wie gerne hätte ich mich ansonsten über diese wirklich absurde Szene mit hier, wie heißt da seine Sendung noch? Vier Händler für ein Halleluja und Trödeltrupp und keiner wusste es so genau. Und sagen dann am Ende noch, Bares für Rares ist richtig geil. Oma guckt das immer. Ja, meine auch. Also das war wirklich großartig und wie gerne würde ich mich darüber auch länger amüsieren und lustig machen. Jedoch, es fällt mir so schwer, weil ich so betrübt bin. Ja. Wir können aber trotzdem drüber sprechen. Also nicht ganz. Ich würde
um mal jetzt einfach mal auch von uns dieses zu durchbrechen, würde ich mir gerne eine Charakterin, ist das, sagt man das so, egal, aus diesem Camp raussuchen, um einfach mal zu loben, weil das, die Entwicklung war für mich dann doch überraschend. Und zwar die Wendler-Ex. Die eigentlich nur deswegen, also war er in diesem Camp, weil Wendler-Ex. Und, aber sie hat es trotzdem geschafft, also ich finde sie total sympathisch und sie ist einfach nett, freundlich, hat erzählt dann, wenn sie gefragt wird, aber auch da ist sie halt, versucht sie auch nie irgendwie böses Blut zu sagen. Also das Maximum ist halt dann, was halt ihr Ex oder ihr noch Ehemann so macht, aber nie über das Kindsvibe, sondern es ist einfach, ja, und auch in den anderen Gesprächen offen, herzlich. Und dann ist so, ja, das ist eine grundsympathische Person. Und das wollte ich nochmal anmerken. Überhaupt, es ist das Camp der grundsympathischen Personen abseits von der Büchner. Auch Prinz Damien ist echt einfach ein Traum. Ja, einfach, das stimmt. So richtig viele Arschlöcher gibt es da nicht, ne? Ja. So, Sven Ottke ist halt, also es ist halt, also, und das ist das Schlimme. Die Büchner schafft es selbst, den Ottke irgendwie aus dem also zu bringen. Selbst der ist dann auch leicht genervt irgendwann. Das ist halt, du denkst, okay, der ist ja auch irgendwie. Positiv. Der ist ja irgendwie der Person gewordene ostdeutsche Buddha. Und dann. Schlimm, ey. Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Und ich finde die auch nicht so wahnsinnig unsympathisch, gerade. Aber was ich finde die aber so ein bisschen, also an einigen Stellen ist mir auch aufgefallen, die redet nicht schlecht über ihn. Andererseits sagt sie ja schon so ein paar Dinge, plaudert sie ja schon aus. Das macht es mir irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, das lässt mich misstrauisch werden. Ja, sie redet über ein paar Sachen, zum Beispiel hat sie mit den anderen darüber geredet, dass sie ja da noch wohnt und wie dann die genaue Situation ist und so. Also gibt es für mich irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder sie möchte schon was teilen, auch dass es jetzt noch so ist, das wusste ja, glaube ich, keiner. Also ich wusste es zumindest nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass es noch bis vor einigen Monaten so war, das wusste ich. Durch diese Auswanderersendung, die ich nie schaue. Und also die Möglichkeit ist, sie wollte es sagen, oder aber sie hat es unbedacht ausgeplappert und war ehrlich und ist sozusagen nicht medienerfahren und nicht gecoacht genug. Und Letzteres kann ich mir nicht vorstellen. Letzteres kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, jemand, die ist ja auch nicht, sie bekommt, also sie ist ja auch nicht, sie verdient ja auch Geld, ja. Sie bekommt ja wöchentlich mehrere hundert Dollar. Gott, ey. Also, nee, was ich damit sagen will, das kann ich mir nicht vorstellen. Und deshalb passt dieses Bild aber nicht so ganz von, sie schwärzt ihn zwar nicht an und so, ist nicht bösartig und redet nicht schlecht über ihn, aber dennoch gibt sie so viele Details preis. Auf mich wirkt das einfach naiv. Aber halt nicht, ja, aber weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wer wird denn da nicht anständig eingenordet, gecoacht? Naja, wir haben jetzt in der Geschichte des Dschungelcamps schon einige Akteure gehabt, die nicht mal den Vertrag gelesen haben. Von daher kann ich es mir auch gut vorstellen, dass sie einfach vielleicht. Na, also ihr Motiv war ja, sie müsse ja irgendwie Geld verdienen. So. Und aber es wirkt jetzt auch nicht so, als hätte sie jetzt, also auf mich wirkt es nicht so, als gäbe es da einen Plan danach, sondern es ist eher so ein, ja, One-Time-Gig. So. Naja, sie hat ja die Kindsbraut ersetzt, die ja eigentlich fahren sollte. Ja, so. Und keine Ahnung. Also, weiß nicht. Also mein Bild war anfangs eher so, oh Gott, das wird Zoff und das wird einfach ein reiner Zickenkrieg und ein Rosenkrieg ist der richtige, das richtige Wort, was ich so Rosenkrieg. Aber jetzt merke ich einfach nur, naja, irgendwie ist scheinbar die Situation ein bisschen peinlich, so das mit der Wohnsituation. Ja. Und vielleicht ist es jetzt einfach der Versuch, ey, Aufmerksamkeit, keine Ahnung.
Vor allem fand ich auch süß, dieses, als der Ott gemeinte, naja, du musst den Anwalt nehmen. Und sie so, naja, ja, musst du dich wohl. Ist okay, wie du hast keinen Anwalt. Entweder ist das sehr, sehr gut geschauspielert oder wirklich naiv. Daher. Also, was ich am Ende damit zusammenfassen wollte, sagen, mein Bild von ihr hat sich geändert. So. Wir müssen die Tage nochmal über Gagen sprechen. Das können wir tun, das sollten wir jetzt aber nicht machen. Also ich weiß nicht, ich hab ein bisschen. Es wird, nachdem wir eine Zeit lang immer sehr gut geleakte Gagen über die Bild hatten, er hat das ja aufgehört. Offenbar haben sie da ja irgendwie einen Hahn zugedreht, der jetzt nicht mehr plätschert. Und dann gab es die letzten Jahre nicht so viele Infos und jetzt gibt es sehr viele unterschiedliche Einschätzungen. Sehr lustig, wie ich finde. Aber Topverdienerin, so viel können wir schon sagen, ist wohl die Kirchberger mit zwischen 100 und 150.000 wird sie wohl bekommen haben und ganz hinten in der Hackordnung stehen Tony Trips. Und Anastasia. Na, Toni Mit Trips so machst zwischen. wahrscheinlich für eine Schachtel Kekse und 1.000 Instagram-Follower. Zwischen 20 und 40.000 Euro sollen die bekommen. Sag ich ja. Ja. Ja, so viel dazu, würde ich sagen. Sonst noch zu guter Letzt, um als so viel Gut-Thema zum Abschluss. Prinz Damien war kacke. Ja, Das richtig. ist auch ein Traum. Und dummerweise müssen wir leider wieder auf die dumme Büchner zurückkommen. Regte sich auf, weil einer abseilen kann und sie nicht. Es ist halt so, Nee, ah. nein, nein, deswegen hat sie sich nicht Ach so. aufgeregt. Sie hat Sie sich. hat sich aufgeregt, um sich halt wieder in den Vordergrund zu Ja. spielen. So. Um auch diese Situation einzunehmen. So ein positiver Moment. Denn sie kam ja an und sagte, oh, da will man einmal Zähne putzen gehen und dann, ach, so eine Scheiße hier. Und im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat dann auch die Zähne geputzt und so richtig aggressiv, die ist ausgespuckt und ist weggerannt und so. Wenn sie da keinen Bock drauf gehabt hätte, 5 Minuten also warten. wirklich gar nicht, 5 Minuten warten. Ja. Sich einfach woanders hinstellen. Ich glaube, die müssen immer zu zweit auf dem Weg sein oder so, aber Ja. dann. Die ist ja auch zu zweit angekommen mit ihrem, ich weiß gar nicht mehr mit wem, mit Claudia oder so. Kann man ja auch zurückgehen. Also wirklich, 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 wirklich schlimm. Ja. Ja, Naja. was sind so zwischen deine Zwischenwertung, Dennis? Was schulnotenmäßig? 3+. Na, 3. 3 minus, 3 minus. Ja. Ich glaube, da könnten ein paar positive Dinge drin sein. Aber ich glaube, RTL leidet einfach darunter, dass sie sich nicht trauen, mal den Regeln und den Campaufbau innovativer vorzugehen. Ja, ich würde auch sagen 3 bis 4, eher 4 im Moment. Und zwar nicht, weil man nicht sieht, es ist wie bei so einer Klausur, die man irgendwie korrigiert oder die man, wenn man sich mal an die Schule zurückerinnert, die man auch selber mal geschrieben hat. Man weiß eigentlich, man hat vieles richtig gemacht. Und vieles ging auch in die richtige Richtung, so eine Deutschklausur, sage ich jetzt mal. Irgendeinen Text interpretieren, meinetwegen. Man weiß, man hat vieles richtig gemacht, vieles ging in die richtige Richtung, aber man hat so grobe Schnitzer drin, die können einfach nicht, oder die Die kann sind man nicht nicht, heilbar, sagt sie. ja, die kann man nicht, also die muss man einfach sehr, sehr negativ bewerten. Und das zieht einfach die ganze restliche Arbeit in den Dreck. Auch wenn da Passagen dabei waren, wo man sagen würde, ja, das hier ist jetzt wirklich wunderbar analysiert und sehr, sehr treffend dargestellt. Hoffen wir mal, dass es besser wird die Tage. Was meinst denn du, das langsam ist es ja auch wieder an der Zeit, was meinst denn du, wer vergeht zuerst und wer bleibt? Ich habe die große Hoffnung, also wenn ich mir wünschen darf, dass Daniela Büchner als erstes rausgewählt wird.
Ja, das wird nicht passieren. Genau, ich glaube vermutlich, dass es Anastasia treffen wird, tatsächlich. Glaube ich auch nicht. Die hat zu viele Instagram-Follower. Na, wer glaubst du denn? Na, hier, der Trödler. Ja, stimmt. Ja. Der fällt auch nicht auf. Der fällt ja auch nicht mal in so einer, in so. Man hätte ja noch erwarten können, dass der halt wie so ein Ludolf halt einfach so schrullig wird irgendwann. Nee, aber Aber ist er ja gar nicht. Der ist halt auch nee, ziemlich normal, ne? ja, der hat einfach nur lange Haare und hat einfach so ein Messi-Problemansätze. Ja, genau. Der wohnt im Wohnwagen und So. hat. Ja, aber das ist auch schon alles. Aber es ist ja nichts, Also. was man irgendwie mit dem Wochenende mal ausmisten, irgendwie fixen könnte. Nee, vor allen Dingen. Ja, der wirkt ja sonst ganz nett, Ja, ne? der ist halt. Der ist halt so ein bisschen ja einfältig vielleicht, könnte man Ja. sagen, aber das, mein Gott. Wer nicht? So. Ja. Daher, ja, kann ich verstehen. Ja. Ach Gottchen, Dennis, was soll das nur werden? Wir Ja. müssen uns nochmal überlegen, was wir die nächsten Tage machen. Morgen ist ja Donnerstag, da geht dieser Quatsch wahrscheinlich wieder bis Mitternacht oder so. Ja. Ja, natürlich geht's bis Mitternacht. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Danach, in der Nacht von Freitag auf Samstag aufzunehmen, das müssen wir uns nochmal genau überlegen. Ja. Am Samstag steht bei uns wieder ein Betriebsausflug an. 8 Uhr morgens. Fährst du jetzt auch mit dem Zug? Ja, habe ich doch Wir können, wir zugesagt. haben noch nicht drüber geredet, aber wir können das Ja. jetzt mal auch hier mal so. Das interessiert ja auch sicher, sicher einige, Ja. den Zuhörer Ja, interessiert das. super Also fest. Sparpreis für 13 Euro. Ja, das ist echt, ne, muss man Ja, sagen. muss man. Das hat sich wirklich gelohnt Ja, hier. Habe total. ich auch. Bist du auch da, Wagen 5? Ich habe mich neben dich gesetzt und gebucht den Platz. Auf dem Hinweg auch, ja? Ja. Rückfahrt wusste ich ja. Na Ja. gut. Ja, schön. Ich habe auch schon die Nachricht bekommen. Hier ist, wann kommen wir an? Um 10 Uhr ja, ungefähr. 9:43 Uhr, genau. Ja. Und um 10:30 Uhr ist auch irgendwo Frühstücksbuffet reserviert. Ach, auch vegan? Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht bestellt, weil ich ja von dir keine Rückmeldung bekommen habe, wann du fährst. Wir schauen mal. Genau, da musst du jetzt durch. Ja. Ansonsten bestellst du dir irgendwie, weiß ich nicht, ein Wasser oder so und dann gehen wir danach zu McDonald's und dann kannst du da Burger frühstücken. Freue ich mich schon drauf. Also, was wir damit sagen wollen, wir wissen noch nicht, wie wir das Freitag machen. Samstagabend, genau der gleiche Quatsch. Da können wir es nicht mal gucken, weil wir da auf der Rückfahrt sein werden. Und wir fahren tief in die Zone, ja. Vielleicht lässt man uns auch gar nicht mehr raus. All das wird sich zeigen. Schauen wir mal. Das heißt, wir hören uns, wenn wir uns, wir hören uns morgen vermutlich. Und dann wieder Sonntag, ungefähr. Darauf könnte es hinauslaufen. Müssen wir mal gucken. Ja, schauen wir mal. Dementsprechend wünschen wir euch jetzt einen freudigen Start, guten Start in den Tag. Oder auch nicht, je nachdem, wann ihr das hört. Ja, sucht euch das aus, ganz wie ihr mögt, ist mir egal. Hauptsache, sag ich mal, Hauptsache, ihr habt irgendwas, das ein bisschen anders ist als das, was wir hier Abend für Abend immer wieder miterleiden müssen. Wenn ihr, ich weiß nicht, wenn euch zufällig jemand in die Hacken tritt an der Kasse, ne, schlagt doch einfach um euch oder tretet selber Leuten in die Hacken oder macht irgendwas. Fangt, weiß nicht, fangt hier, Zitrone, Thema war Zitrone. Geht morgen einfach mal zu Penny, Lidl, keine Ahnung wohin, kauft euch eine Zitrone, schneidet die in der Mitte durch, reibt euch die schön in die Augen, damit ihr wieder was fühlt. Das ist sehr wichtig, damit ihr alle wieder was fühlt. Ich werde es tun. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, @dschungelpod, auf Instagram, @dschungelpodcast, Facebook, ja. Ich habe einen YouTube-Kanal eingerichtet. Egal. Und ihr könnt hier Glocke aktivieren, hier ganz oben. Und schreibt doch mal eine Rezension auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über die total. Ey, wie viele Sterne haben eigentlich die Camper in dieser Staffel pro Schnitt in der Dschungelprüfung gewonnen? In der Wikipedia steht das eigentlich immer.
Also noch nicht ausgerechnet, aber wir sind jetzt so bei, ich würde sagen, so 3 pro Prüfung. Ja, da liegen wir noch drüber. Ne? Ja, ja. So. Dann bis morgen, Dennis. Bis morgen. Tschüss. Tschö. Audio DAW Original.